Ja, heute habe ich mal einen coolen Trick für dich, für eine Erdgeige. Ja, vor längerem haben wir ja schon mal ein Video gemacht für eine Attica-Ecke an einem Stück herstellen. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal im Video. Und jetzt habe ich auf Instagram gesehen, wie man so eine Attica-Ecke auch mit einem Deckelverbinder herstellen kann. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich würde sagen, legen wir gleich los. Für unsere Mauerabdeckungsecke oder Attica-Ecke habe ich mir zwei Stück Abdeckungsprofile mal gekantet und einen Deckel. Erstmal kontrollieren, ob das Ganze auch im Winkel ist. Cool, Meterstab. Und dann brauchen wir erstmal unsere Auskleidung. Nach unten verlängern. Die kann man nämlich dann schön links und rechts am Meterstab entlang zeichnen. So können wir dann auch das zweite Profil anzeichnen. Gut, dann können wir auch schon ins Ausschneiden gehen. Und hier können wir dann einfach an unserer Umschlagskante entlang schneiden. Hier im Innenbereich können wir einfach mal so ein Stück V rausschneiden. So eine kleine V-Ausklinkung machen. Unten schneiden wir noch unseren Umschlag aus. Bereich und einfach mal 45 Grad abkanten, ein bisschen platt klopfen, dass er schön geschlossen ist. Und dann nimmt man das Ganze einfach und kantet es ab. Auch wieder auf die 45 Grad in etwa. Gut, und so kann man genau gleich dann auch das zweite Teil herrichten. So, dann schauen wir mal, ob das Ganze passt. Das sieht ganz gut aus. Widmen wir uns mal dem Deckel hier. Da muss auf jeden Fall erstmal die Folie an den Umschlägen raus. Außenbereich drehen wir es einfach mal um. Da gehe ich jetzt einfach her, kann den Umschlag schon mal schließen. Und den Innenbereich. Und bevor wir das Ganze schließen, können wir auch nochmal die Folie rausziehen. Und den Eckbereichen, dass dann nachher nichts klemmt. Hier einfach schön von Hand abkanten, greifen, schön innen abkanten,
Folie abziehen. Ja, ich finde, es eine coole Möglichkeit für eine Attika-Abdeckung, um eine schicke Ecke herzustellen, hier mit so einem Deckelverbinder. Ja, schreibt mal eure Meinung hier unten in die Kommentare, wie ihr das so macht und wie ihr die Attika-Ecken herstellt draußen auf der Baustelle. Ich finde es so eine coole Sache, wollte ich eigentlich schon länger mal ausprobieren und ja, sieht cool aus, vor allem auch in Sichthöhe jetzt direkt an der Balkonbrüstung oder so. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einfach einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal hier auf YouTube und die Glocke drücken nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterburg für Spengler TV.